Zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Bayer. Bei ihr steht das Wort. Bitte, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident, Frau Ministerin. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, die Gebühren für die Gerichtsdolmetscherinnen nach 14 Jahren zu erhöhen. Es war wirklich an der Zeit. Ich denke mal, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass sich hartnäckige Oppositionsarbeit auszahlt. Wir haben da sehr, sehr viele Anträge eingebracht. Wir haben das immer wieder auch diskutiert und das freut mich, dass es jetzt gelungen ist, da wirklich was weiterzubringen. Es ist aber auch noch eine Menge zu tun. Es gibt noch einiges, was wir an Wertschätzung im wahrsten Sinne des Wortes auch pekuniär diesen Menschen, die für einen reibungslosen Ablauf von Gerichtsverhandlungen beitragen, schuldig sind, würde ich sagen. Und deswegen möchte ich auch einen Antrag einbringen der Abgeordneten Petra Beyer betreffend Verbesserung der Qualitätsstandards, der Gebühren und der Arbeitsbedingungen für Gerichtsdolmetscherinnen. Er wird auch gerade verteilt zu diesem Tagesordnungspunkt, wo ich Folgendes noch an weiteren Forderungen habe, die ich glaube durchaus angemessen und richtig sind. Nämlich einerseits, dass es wirklich gelingt, die Honorare an die Gerichtsdolmetscherinnen und Dolmetscher wenigstens innerhalb von 3 Monaten auszuzahlen. Es gibt nach wie vor keine klar festgelegte Frist. Sie müssen zwar ihre Honorarnoten sehr bald stellen, aber im Gegenzug kriegen Sie nicht sehr bald das Geld. Es sollte auch, wenn es kurzfristig abberaumte Verhandlungen gibt, wo jemand schon vor Ort ist, wo jemand schon nach Niederösterreich an ein Gericht gefahren ist und dann findet die Verhandlung nicht statt, warum auch immer, Entschädigungen geben, das wäre notwendig. Rückübersetzungen, die vor allem auch bei der Polizei passieren, sollten nicht pauschaliert sein, sondern wirklich wieder, wie das früher war, nach Seiten abgegolten werden. Es ist auch vorzusehen, dass es Gebühren für Fahrten über 30 Kilometer geben sollte, weil das ja auch ein Zeitversäumnis ist, dass die Menschen, die da zu einem Gericht fahren, haben. Und auch, das ist jetzt nichts, was Sie direkt betrifft, aber auch in Polizeiarbeit ist es wichtig, dass gerichtlich beeidete und zertifizierte Dolmetscherinnen wirklich Qualität auch in ihrer Arbeit bringen können und auch die Vertrauensfrage ganz klar abgedeckt ist. Und wenn ein nicht zertifizierter Gerichtsdolmetscher oder Gerichtsdolmetscherin zugezogen wird, dann sollen die ad hoc beeidet werden und diese Beeidigung soll auch protokolliert werden. Darüber hinaus noch einmal mehr zum Gehalt oder zur Abgeltung. Es wäre auch wichtig ab jetzt, wir haben gesehen, 14 Jahre sind eine unglaublich lange Zeit, wirklich auch zu einer jährlichen Indexanpassung zu kommen. Zumindest wenn, haben wir eh auch im Budgetausschuss diskutiert, ein gewisser Prozentsatz an Inflation überschritten ist. Es ist, und da sind wir uns alle einig, ein grundlegendes Menschenrecht, auch nach Artikel 6 der MRK, dass es wirklich die Möglichkeit für alle Menschen gibt, an einer Verhandlung, die sie selbst betrifft, teilzunehmen, dort zu verstehen, was gesprochen wird, sich äußern zu können. Die Gerichtsdolmetscherinnen und Dolmetscher sorgen genau dafür, dass der Artikel 6 EMRK dabei umgesetzt wird. Und ich möchte mich abschließend einerseits beim Berufsverband bedanken, die da auch sehr, sehr hartnäckig waren und sehr präzise auch in ihren Forderungen und sehr offen auch für jeden Austausch und ganz besonders bei Fundacell. Das ist die Gerichtsdolmetscherin, mit der ich ganz viel Kontakt hatte, die mir sehr, sehr viele Inputs für die Arbeit geliefert hat. Danke, es ist wirklich ein großer Schritt vorwärts für die etwa 850 Gerichtsdolmetscherinnen und Dolmetscher, die wir in Österreich haben. Also fein so.